Es wird wieder romantisch im Theater Vorpommern. Im Mittelpunkt diesmal die Geschichte von Daphnis und Chloe. Von ihren Eltern auf Lesbos ausgesetzt und von Hirten aufgenommen, hüten sie ebenfalls Ziegen und Schafe. Ihre wachsende Liebe vollzieht sich in paradiesischer Unschuld und naturhafter Idylle. Doch das Glück der beiden währt nicht lange. Bedrohungen von außen dringen ein. Seeräuber nehmen Daphnis gefangen, fremde Krieger entführen Chloe. Die Situation scheint aussichtslos. Doch höhere Mächte retten die beiden und die Liebenden werden wieder vereint. Die Geschichte ist ein berühmter Stoff der Hirtendichtung oder auch Bukolik genannt. Allerdings ist dieses Stück nur der Einstieg in einen abwechslungsreichen Ballettabend. Man hat nicht nur eine musikalische Handschrift. Wir haben nicht nur Maurice Ravel den ganzen Abend. Ich habe das auch bei anderen Abenden gemacht. Ich habe da Bach mit Strawinski gekoppelt. Ich finde immer den Reiz an einem Abend, dass möglichst verschiedene, kontrastreiche Stücke an einem Abend, an einem gemischten Abend zu sehen sind und zu hören sind natürlich auch. Daphnis und Chloe ist mit dem dreiteiligen Ballett das einzige Bühnenwerk mit Handlung. Die anderen beiden Stücke, Quattro Forme per Corpi und Bolero, sind eher abstrakt gehalten. Inszenator und Choreograf Ralf Dörnen versucht hier, die reine Musik in reine Bewegung, auch ohne Handlung, umzusetzen. Er ist von der Vielfalt des Tanzspiels überzeugt. Es ist sehr schwer, einen ganzen Abend an einem Handlungsstrang die Spannung zu halten über 2 Stunden lang. Es ist natürlich abwechslungsreicher, wenn man kürzere Stücke hat, die leichter verdaulich sind, will ich mal sagen. Es ist mehr so ein Drei-Gänge-Menü. Und bei einem Handlungsballett, bei einem längeren, wo man wirklich die Handlung über längere Zeit erzählen muss, es ist schwerer zu konzipieren und schwerer auch durchzuhalten, die Spannung durchzuhalten. Daphnis und Chloe, Quattro Forme per Corpi, Bolero. Der dreiteilige Ballettabend verspricht satte Farben, harmonische Klänge und beeindruckende Kostüme. Augen- und Ohrenschmaus für die Zuschauer.